Hallo zusammen, jetzt möchte ich das zweite Bild machen und zwar mit dem Wodka und habe da hier eigentlich einen günstigen aus dem Supermarkt, sage ich jetzt einfach mal, geholt wieder. Der ist nicht 40%, sondern 37%. Ich gehe aber mal davon aus, dass es auch funktioniert. Zwischenzeitlich kann ich euch auch mal das getrocknete Bild zeigen. Das ist ja das, kennt ihr ja. Also ist richtig cool geworden, finde ich. Ist eigentlich auch so getrocknet. Schade fand ich es, dass das Gold und Silber sich noch nicht mehr vermischt hat. Aber, what else? Beim nächsten Mal wird es besser. Cool, okay, lasst uns starten. So Freunde, lasst uns starten. Ich habe jetzt hier einen Rahmen, diesmal 40 auf 30 cm, also etwas größer. Das passt. Wie gesagt, der Wodka. Ich werde nicht in alle Farben reinmachen. Okay, riecht nach nichts. Nehmt einfach einen günstigen Wodka, ihr braucht da nichts Teures nehmen. Ich mache jetzt mal hier in das Blau was rein. Nur ein bisschen rein. In das Rot. Weil die Farben habe ich eigentlich vor zu nehmen. Ups, Tropf, Tropf. Gold. Silber. Vielleicht auch noch Türkis. Das Gelb werde ich diesmal weglassen. Hat mir letztes Mal nicht so gefallen. Prost. Okay. Rühr dann nochmal um. Ist ja jetzt natürlich auch so, dass die Farben natürlich etwas dünner werden. Es geht eigentlich. Ich habe nur ein bisschen reingemacht. Aber ihr kennt es ja von meinen vorigen Bildern. So, ich muss ja kurz etwas umrühren, damit sich das auch vermischt. So, und schon lasst uns starten. Den tun wir mal weg. Und jetzt einfach auch mal mit Schwarz wieder an. Das Blau, nicht alles. Das Rot sinkt immer schwer. Oder sinkt, weil es so schwer ist. Wenn ein Ticken Weiß rein. Weiß kann man noch ein bisschen mehr reinmachen, weil das sinkt natürlich auch immer schnell nach unten. Ihr seht es. Okay. Ja, da haben wir auch schon schöne Muster. Und das Schwarz. Das Schwarz, ich lasse jetzt einfach mal hier durchlaufen. Ihr könnt ja schön auch immer Schicht für Schicht machen, übereinander laufen lassen. Das kommt nämlich auch mal sehr cool. Ein bisschen mehr Gold dieses Mal. Gold-Silber. Ich möchte das Bild aber jetzt auch noch mal ein bisschen heller machen, dafür nehme ich jetzt mal mehr Weiß. Und Türkis haben wir auch noch nicht genommen. Setzen wir jetzt mal mit rein. Lasse ich es mal ein bisschen laufen. Ihr merkt auch, es ist hier ein bisschen dünner jetzt, gebe ich ehrlich zu. Aber das geht. Okay, noch ein bisschen Blau zum Ausgleich zu diesem Punkt hier, dass wir hier noch vielleicht mit ein bisschen Blau arbeiten. Das Rot, Ticken Schwarz und vielleicht noch ein bisschen Grün, also Türkisgrün, weil da fehlt mir auch noch ein bisschen.
Silber und Gold. Okay. Jetzt haben wir natürlich hier viel Türkis. Darum lasse ich das jetzt einfach mal. Hier etwas laufen. Okay. Gut. Jetzt kann man natürlich, um ein paar Ruhepunkte zu schaffen, hier noch ein bisschen punktuell arbeiten. Da werden wir jetzt auch noch ein bisschen Blau drauf lassen. Und vielleicht noch, ja, Silber oder Weiß. Nein, ich nehme mal Weiß. Also ihr habt beim letzten Bild auch gesehen, ich habe da jetzt nicht mit dem Heißluftföhn oder sonst was drüber. Mir kann vielleicht ein bisschen, ihr seht mal hier, ganz komischerweise bei manchen Farben gibt es halt ein paar Zellen. Aber ich mache mal kurz mit dem Föhn einfach, um die Luftbläschen rauszubekommen. Okay. Was mir auffällt, ihr seht es vielleicht hier, kann natürlich jetzt auch am Wodka liegen, weil vorher kam das nicht, dass der auch ein bisschen Zellen bildet. Lustig. Wir ziehen das Ganze mal. Ich würde gerne diesen Punkt behalten, darum lasse ich hier noch ein bisschen Farbe drauf. Dann nehmen wir mal das Rest Blau. Etwas Gold noch. Etwas Schwarz. Weil das gefällt mir eigentlich. Das will ich eigentlich nicht so verlieren, diesen Punkt. Da will ich gar nicht so viel laufen lassen. So, sicher ist sicher. Zack. So, bevor ganz weg ist. Und immer schön auseinanderziehen. Ihr seht, jetzt hat man eine schöne dünne Farbe. Schauen wir mal, dass wir das Eck zumachen. Und wollte das Rot auch nicht so verlieren, aber passiert. Es läuft halt viel schöner jetzt natürlich auch. So. Das ist halt immer das übliche Problem, kennt ihr bestimmt auch, wenn ihr schöne Muster habt und dann laufen lasst, die ihr eigentlich nicht verlieren möchtet. Aber gut. So. Also hat auch was. Ich mag es halt gern so bunt abstrakt. Man kann natürlich viel weniger Farbe nehmen oder nur zwei Farben. Manche mögen es ja auch sehr dezent. Aber es ist halt mein Stil, meine Art. Ich mag es ein bisschen bunt. Aber ich finde, wenn man ein Bild dann länger anschaut, entdeckt man halt immer wieder neue Strukturen oder irgendwas. Und das habt ihr halt, wenn ihr wenig Farbe habt, nicht so. So. Okay, ich hoffe alles zu. Ich werde es vielleicht trotzdem, weil das durch den Alkohol
kann jetzt natürlich keine Zellen und keine Blasen erkennen. Eigentlich glatt. Eigentlich brauchen wir es nicht mehr erhitzen. Das lassen wir so. Aha, aha, was sehe ich da? Hier haben wir noch gar keine Farbe. Habe ich da zu wenig gekippt? Ja, Heide Bimbam. So bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Nee. Okay. Jetzt aber. Lassen wir es einfach nochmal kurz laufen, damit das Weiß oben wieder reinkommt. Ja, aber so finde ich es ganz cool. Ja, wie gesagt, ist Geschmackssache. Jeder hat da seinen anderen Stil, seine andere Art. Mir gefällt es so. Und die, wo mich schon länger kennen, wissen ja, wie ich ticke. Gut, ich werde es euch gleich von daheim zeigen. Dann bis gleich. So Freunde, ich bin zurück. Ich finde halt durch den Wodka verlaufen die Übergänge etwas besser oder schöner. Also keine so harte Kanten. Das gefällt mir an dem Wodka so gut. So, jetzt fange ich einfach mal an. Ich fahre mal hier hoch. Und ich finde, da gibt es dann schöne Strukturen. Und das ist ja eigentlich, also diese Strukturen, diese verschiedenen, das ist ja das, was ich finde, das Bild interessant macht. Und man halt doch öfters dann drauf schaut. Wie wenn es jetzt einfach mal, ich sag's jetzt mal so salopp, langweilig wirkt. Also das ist mein Empfinden. Kann jeder für sich selber entscheiden. Das ist cool hier. So. Da sehe ich gerade, da ist wie so ein weißer, irgendwas ist da drin, aber das passt. Okay, jetzt hier diesen weißen Teil, wo ich ja behalten wollte. Und da seht ihr, wie das sich noch auseinandergezogen hat. Und diese leichten Übergänge, also diese Schattierungen dann hier auch noch, das finde ich faszinierend. Okay. Cool, dann haben wir es schon. Gut. Dieses Mal wieder mit Wodka. Ich gehe mal davon aus, dass da auch nichts reißt am Lack. So wie beim letzten Mal. Dann war es das schon wieder von mir. Ich zeige es euch ja dann auch mal wieder, wenn es getrocknet ist. In den nächsten Videos. Also dranbleiben. Dann verpasst ihr nichts. Und dann wünsche ich euch was. Und ich bedanke mich natürlich auch nochmal für meine Unterstützer. Ganz wichtig. Dann wünsche ich euch was. Bis dann. Tschüss.